Ich bin Taher und komme aus Idlib in Syrien und bin seit 3,5 Jahren hier in Deutschland. Zurzeit besuche ich die Schule in Hanau und hole mein Abi nach. Und sobald ich das Abi nachgeholt habe, möchte ich also Medizin oder Psychologie studieren. Um mich zu entspannen, gehe ich an zwei Orte. Einmal an dem Wasserfall und einmal neben dem Fluss, neben dem Ufer. Da versuche ich mich einfach zu entspannen, Musik zu hören und manchmal auch mit meinen Eltern sprechen. Im März 2015 hat der Krieg in meiner Stadt ausgebrochen. Und damals hörte man, dass die Rebellen in die Stadt einmarschieren werden. Dementsprechend haben wir uns sofort also Gedanken gemacht, wo wir halt hingehen wollen. Der Tag der Verabschiedung war für uns alle sehr emotional. Als ich die Tränen meines Vaters gesehen habe, ihn weinen zu sehen, das war wirklich sehr schwer. Als ich in Deutschland angekommen bin, habe ich das Gefühl der Freiheit gespürt. Die ersten Momente, als ich hierher kam, waren am Bahnhof in München. Und da habe ich die Menschen an den Gleisen zum Beispiel laufen oder zu Märkten gehen sehen, zur Arbeit gehen und dass sie halt keinen Krieg hier haben. Also man kann sagen, dass es wie ein Aufatmen war, also nach dem ganzen Chaos, das man erlebt hat. An der Beratungsstelle wurde mir vorgeschlagen, dass ich als Sprachmittler arbeiten kann. Und damals habe ich von der Ausbildung zum Rettungssanitäter gehört. Und das hat mich interessiert. Da es um Medizin geht, habe ich mich dann dafür beworben, die Ausbildung gemacht und bin dann zu einem Rettungssanitäter beim Roten Kreuz geworden. Ohne die Verbindung zum Roten Kreuz hätte ich das Ganze wahrscheinlich nicht erreichen können. Es hat ungefähr 2 Jahre oder 1,5 Jahre gedauert, bis ich so gut Deutsch sprechen konnte. Wenn ich zum Beispiel heute aufwachen würde, ohne Deutsch sprechen zu können, das wäre für mich die Katastrophe. Der Schlüssel zu einer gelungenen Integration ist, die Sprache zu lernen, weil man eigentlich dadurch mehr Leute kennenlernen kann und in diesem Land und diese Kultur aufgenommen werden kann. Ich wünsche mir für meine spätere Zukunft, dass ich eine Familie gründen kann. Und ich gehe auch davon aus, dass meine Kinder hier in diesem Land gut, also aufwachsen werden. Ich hoffe, dass ich also meine Eltern bald treffen kann und mit ihnen auch die Zeit verbringen kann.